können sich hinkleben, wie sie wollen. Nur ich würde sie nicht wieder lösen. Die Klebekinder da in Berlin, diese Apokalyptik finde ich furchtbar. Aber da dort nichts zu tun. Und dann kann ich Ihnen nur eins sagen. Dieses Video bricht gerade alle Rekorde. Was passiert, wenn man den messerscharfen Peter Hane und eine rotzfreche letzte Generationsfrau in ein Interview packt? Richtig, es eskaliert komplett. Peter Hane zerstört sie nicht nur verbal, sondern er führt vor allen Dingen diese letzte Generation und deren Gedanken ad absurdum. Und ich kann dir sagen, dieses Video ist nochmal ein absolutes i-Tüpfelchen von Peter Hane hier auf dem Kanal. Wir haben ja schon einiges von ihm hier gebracht und deswegen unbedingt alles nachholen. Es ist Gold, was dieser Mann zu sagen hat. Vor allen Dingen auch die letzte Generation ist so rotzfrech in diesem Interview, in dieser Diskussionsrunde, und Peter Hane hat es verstanden, mit messerscharfem Verstand vor allen Dingen auf die Skandale einzugehen. Es sind ja mittlerweile Menschen gestorben wegen der letzten Generation. Dann wird es vor allen Dingen um das Thema gehen, was er an der letzten Generation überhaupt nicht gut findet, und von ihm kommt ja auch dieser Begriff, die Klimakleber beziehungsweise die in Berlin sich an die Straße festkleben, dass er das gar nicht gut findet, das wird hier richtig ersichtlich. Deswegen starten wir direkt rein. Schreib mir gerne mal deine Meinung zur letzten Generation in die Kommentare und dementsprechend Film ab. Tragen die Kontaktschuld. Sobald ich nur mit wenigen Gewalttätigen sympathisiere, wie das die Klebekinder da in Berlin tun, wo Rettungseinsätze nachweislich 17 insgesamt behindert worden sind, ich bewundere die Bevölkerung, die das so ruhig hinnimmt. Dann gibt es den Tod dieser Radfahrerin. Das ist nun umstritten, wer nun letztlich schuld ist. Aber sobald nur ein Hauch von Gewalt da ist, bin ich der Auffassung, das ist illegitim. Das ist für mich purer Terrorismus. Ich könnte Ihnen jetzt viele Adressen nennen, wo Sie sich festkleben sollten. Bitte nicht auf der Straße, wo Leute zur Arbeit wollen. Die wenigen, die wir noch haben, die wirklich arbeiten wollen. Und die sollen nachher ihre Solardächer anbringen. So, ich könnte Ihnen X-Adressen nennen, wo sie sich ankleben sollen. Da kann ich gerne gleich einschreiten. Also. Und jetzt kommt die komplette Eskalation, weil Peter Hane wird es zu viel. Und ich habe bei diesem Mädchen hier also wirklich nicht das Gefühl, dass sie erstens zuhört. Zweitens ist dir mal aufgefallen, dass sie mittlerweile wahrscheinlich trainiert werden für solche Talksendungen. Immer wieder artig zu sein, bloß ruhig zu sein, besonnen zu sein. Und ich finde alleine dieser Gesichtsausdruck, diese komplette Überheblichkeit, ich habe die Wahrheit, genau das ist ja das, was wir auf diesem Kanal eben mit die Wahrheit, Fragezeichen, Ausrufezeichen wunderbar zeigen, dass es eben nicht die eine Wahrheit gibt. Das ist genau die Message. Deswegen teilen nicht vergessen und dementsprechend jetzt kommt mein persönliches Highlight bei dieser Diskussionsrunde. Lien mit eigenen Augen gesehen, wie eine schwangere Frau, wie sie verzweifelt versuchten, durch diese Rettungsgasse zu kommen und es trotzdem nicht in dem Tempo schafften, wie es sein müsste. Wissen Sie, Sie sind mir viel zu sympathisch, als dass ich jetzt denke, wie können Sie sich nennen, letzte Generation? Das finde ich... Kann ich gerne erklären. Ja, aber jetzt lassen Sie mich nur sagen... Das ist ja nur ein Zitat von Barack Obama eigentlich. Ja, aber es kann doch sein, was es will. Diese Apokalyptik finde ich furchtbar. Und das Zweite, Sie sind eigenverantwortlich. Sie sind volljährig diejenigen, die da demonstrieren. Es sei denn, wie jetzt in Lützerath gestern, wo Leute ihre Kinder mitbringen. Das ist für mich ein Verbrechen, Kinder dorthin mitzunehmen. Nicht nur, dass Kinder instrumentalisiert werden. Hier muss ich ganz klar sagen, nur weil jemand biologisch 18 Jahre alt ist, heißt das noch nicht, dass er die geistige Reife entwickelt hat, wirklich auch selbstbestimmt Entscheidungen zu treffen. Das an dieser Stelle. Und jetzt kommt die komplette Eskalation. Aber da dort nichts zu tun. Und dann kann ich Ihnen nur eins sagen. Wir leben in einem freien Land, Deutschland, in Österreich. Sie können sich hinkleben, wie Sie wollen. Nur ich würde Sie nicht wieder lösen. Dann kleben Sie dort so lange, wie Sie kleben wollen. In Lützerath sind gestern Ihre Genossen, haben sich zum Teil einbetoniert. Bildung heißt, dass ich mal anrufe beim meteorologischen Amt, wie werden die Temperaturen heute Nacht? Dass es natürlich friert, ist ja völlig klar. Jetzt merken die heute Nacht, die Eingefrorenen, jetzt rufen sie, die Feuerwehr, holt uns da raus. So, da würde ich sagen, weil Sie ja sehr konsequent sind, wissen Sie was? Mein Presslufthammer funktioniert nur mit Atomstrom oder mit Braunkohle. Sie lehnen das doch ab. Im Mai haben wir wieder Sonnenschein, dann werden wir mit Solarenergie Sie da rausholen. Wissen Sie, man muss konsequent sein. Wenn Sie konsequent sind,
muss auch lass der Staat konsequent lass sein. Und damit hat er sie doch einfach schachmatt gesetzt. Wir brauchen diese Panikmacher nicht. Wir brauchen Mutmacher. Wir brauchen keine Bedenkenträger. Wir brauchen Hoffnungsträger. Und Hoffnung ist ohne Gott nicht zu haben. Warum? Sonst würde unsere Hoffnung an unseren Grenzen enden. Wenn es Gott nicht gäbe, endet unsere Hoffnung an unseren Grenzen. Und wir wissen doch, wie eng die sind. Und jetzt können wir alles noch mal wieder aufrollen, wie eng sie sind. Wie viele der Geschlechtsumgewandelten wollen das wieder rückgängig machen? Wie viele der abtreibenden Mütter würden es am liebsten wieder rückgängig machen, weil sie unter schwersten Depressionen leiden, weil sie keinem Kind mehr in die Augen gucken können? Wie viele würden das wieder rückgängig machen? Die Intoleranz der Toleranten. Das, was als Bereicherung unserer Gesellschaft bezeichnet wird und uns ins Unglück führt. Wir wollen diese Apokalypsen nicht mehr. Oder um es mit einem Wort zu sagen, meine Damen und Herren, ohne Gott ist kein Staat zu machen. Ohne Gott ist kein Staat zu machen. Frei ist nur, wer Freiheit gebraucht. Eine der stärksten Sätze, die Sie aus der Schweiz exportieren können in diese Welt. Deswegen machen wir Gebrauch von unserer Freiheit und geben die Hoffnung weiter, auch von einer solchen Veranstaltung. Das muss ansteckend sein, auch die, die uns über den Kontrafunk hören, ansteckend sein. Gustav Heinemann, auch einer der deutschen Bundespräsidenten, stellte sich vor das Plenum des Bundestages und rief der linken Ecke zu: Eure Herren gehen, unser Herr aber kommt. Diese, ja, Sturheit, die da an den Tag gelegt wird, als wenn sie die Wahrheit besitzen, den heiligen Gral, sie wissen als Einzige, was passiert, alle anderen sind dumm und haben es nicht verstanden. Und weißt du, was die beste Strategie dann immer ist? Dann kommt immer das Pariser Abkommen. Ja, und da wollen wir im Endeffekt gar nicht in die Tiefe gehen. Das sind alles immer nur irgendwelche Floskeln, die hier rausposaunt werden. Und dementsprechend wird es heute um 18 Uhr noch ein weiteres Video aus dem wohl besten Vortrag von Peter Hane auf diesem Kanal geben. Unbedingt abonnieren. Wir haben auch vorab 65.000 Abonnenten, kann man tatsächlich anscheinend Volksbegehren anstoßen. Soll ja möglich sein, auch dass wir hier die Community bald befragen können, was uns so alle interessiert, und dann können wir auch da in der Richtung politisch aktiv werden. Wäre interessant. Wenn du also dabei sein willst, unbedingt abonnieren, und wir sehen uns das nächste Mal hier auf dem Kanal.